Zu Weihnachten feiern wir, dass Jesus vor mehr als 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist. In einem ärmlichen Stall in Bethlehem, mitten auf dem Land, unter Bedingungen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Aber schauen wir einmal nach Lateinamerika. Obwohl die Städte dort immer größer werden, gibt es noch immer viele Menschen, die auf dem Land wohnen und um ihr Überleben kämpfen. Und mit unserer Adveniat-Spende können wir helfen, diese Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Auch in Lateinamerika gibt es Weihnachtsbräuche, zum Beispiel den, seinen Niño Jesús, also das Jesuskind aus der heimischen Krippe, mit zum Gottesdienst zu bringen und segnen zu lassen. Wieder zu Hause kommt das Jesuskind dann an einen besonders schön hergerichteten Ort. Ein Land in Lateinamerika ist Peru. Hören wir nun zwei Kindern aus diesem Land zu. Sie heißen Maria und José. Hola José, schön dich mal wieder zu sehen. Ich habe gehört, du bist mit deinen Eltern in die Stadt gezogen. Hola Maria. Ja, mein Vater hat seine Arbeit auf dem Hof des Großgrundbesitzers verloren. Er sucht jetzt in der Stadt nach neuer Arbeit. Meine Mutter arbeitet jetzt bei reichen Leuten und putzt deren Haus. Und ich kann dort auf eine bessere Schule gehen. Zum Weihnachtsfest sind wir zu Besuch bei den Großeltern. Und ich merke, mir fehlen meine Freunde, mir fehlt unser Dorf. Schade, dass ihr so weit weggezogen seid. Es hat immer so viel Spaß gemacht, als wir zusammen draußen gespielt haben. Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr. Das ist viel zu gefährlich in der Stadt. Schau mal, ich habe mein Jesuskind dabei. Es ist doch Weihnachten. Ich bin gerade auf dem Weg in die Kirche. Jesus ist doch damals auch in einem Dorf auf die Welt gekommen. Er war ganz arm, ein bisschen so wie wir. Erinnerst du dich an die Geschichte? Na klar. Komm, wir wollen sie nacherzählen. Da war Maria. Sie war noch eine junge Frau und lebte in Nazareth. Und da war Josef, ihr Verlobter. Seine Familie kam eigentlich aus Bethlehem. Maria war schon hochschwanger. Da wurde der Befehl des Kaiser Augustus ausgeführt, dass alle Menschen in die Stadt zurückkehren sollen, aus der seine Familie eigentlich herkommt. Der Kaiser wollte nämlich wissen, wie viele Menschen bei ihm im Land wohnen, damit er Steuern von ihnen verlangen kann. Achtung, Achtung, eine wichtige Mitteilung unseres Kaisers Augustus. Alle müssen sich in einer Volkszählung aufschreiben lassen. Ein jeder in seiner Heimatstadt. Achtung, Achtung, das ist ein Befehl. Also mussten Maria und Josef eine lange Reise antreten. Von Nazareth bis Bethlehem. Ohne Auto, ohne Bus. Nur ein Esel trug ihr Gepäck und auch Maria konnte manchmal auf ihm reiten. Da waren sicher viele Leute unterwegs. Und so durch das ganze Land laufen? Ja, das war ziemlich beschwerlich. Vor allem, weil Maria ihr Kind erwartete. Als sie in Bethlehem ankam, war es schon dunkel und sie suchten dringend eine Unterkunft. Das Baby wollte nämlich auf die Welt kommen. Damals gab es noch keine Hotels oder Ferienwohnungen. Höchstens die eine oder andere Herberge. Aber alle Herbergen waren belegt. Es war kein Platz mehr zu finden. Wir suchen eine Unterkunft und ich werde bald mein Kind bekommen. Habt ihr eine Bleibe für uns? Da hinten ist noch ein Stall frei. Einer aber hatte Mitleid mit den beiden und führte sie in einen Stall außerhalb des Dorfes. Und dort bekam Maria ihr Baby, Jesus. Die Geschichte ist aber noch nicht vorbei. Und dieser Teil gefällt mir ganz besonders gut. Da geht es nämlich um Hirten, die auf ihre Schafherde aufpassen. Damals waren Hirten recht arme Menschen und die lebten natürlich auf dem Land, damit ihre Schafe genug zu fressen hatten. Es war schon Nacht geworden. Die Hirten saßen am Feuer und passten auf ihre Schafe auf, um sie vor Wölfen zu schützen. Und plötzlich ist etwas ganz Unfassbares passiert. Auf einmal war da ein Engel, ein Bote von Gott. Die Hirten erschraken fürchterlich, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, denn ich habe euch eine große Freude zu verkünden. Heute wurde hier in Bethlehem der Sohn Gottes geboren, der Retter, der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.
und plötzlich war da eine ganze Schar von singenden Engeln. Die Hirten aber nicht mehr länger warten. Sie eilten nach Bethlehem und suchten den Stall. Und sie staunten, als sie dort Maria, Josef und das Jesuskind fanden. Und dann erzählten sie Maria und Josef von ihrem Erlebnis, von den Engeln und dem Licht. Da staunten auch Maria und Josef. Die Hirten sind dann wieder zurück zu ihren Schafen gegangen. Die waren sicher ziemlich beeindruckt von ihrem Erlebnis. Ich würde ja auch mal gerne einen richtigen Engel sehen. Oh ja, ich auch. Ich wäre damals auch gerne so richtig dabei gewesen bei den Hirten. Aber wenn wir die Geschichte jedes Jahr zu Weihnachten erzählen, dann ist das doch fast so, als wenn wir wirklich dabei gewesen wären. Genau, und darum bringe ich jetzt auch mein Jesuskind zur Kirche und lasse es segnen. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.